Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, also, wenn ihr euch dazu entscheiden solltet. Was für ein Part der letzte Part doch war, nicht wahr? Toli Jolan hat eine neue Königin und einen neuen König. Und was uns jetzt noch so erwartet und was für eine Rolle wir in dem Königreich hier spielen sollen, das erfahren wir erst noch ein bisschen später, weil ich glaube, die Schnitzeljagd könnte vielleicht eine längere Nebenquest werden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir zwei neue Nebenquests und deswegen machen wir sie jetzt auch hier direkt. Nichts anbrennen lassen hier. Nichts anbrennen lassen, Mann, nein. Nein, nichts anbrennen lassen, Mann. Wir sind Stufe 98 übrigens. Wir sind Stufe 98. Dieser Auftrag enthält Rätsel, die du selbstständig lösen musst. Die Aufgabenliste, das Archiv und die Karte geben stellenweise keine konkreten Anweisungen. Ja, dann überlege ich das vielleicht später zu machen. Bin ich ehrlich mit euch. Das kann sich echt ein bisschen ziehen. So Aufgaben können sich echt ein bisschen ziehen. La 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 la. Ba bam 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 bam. Da 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 da. Schwab di du di da di. Da 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 da. Wir gehen gleich in die zweite Hälfte. Tapipia betrachtet voller Liebe das Feld. Kompost kommt prompt. Was ist los, Reisenacht? Du starrst auf das Feld. Könnte es sein, dass du dich für Landwirtschaft interessierst? Na, wenn das so ist, dann hilf mir. Ich kann dir auch unsere sorgfältig entwickelten Anbaumethoden erklären, die wir hier in Toli Jolan verwenden. Das Wichtigste ist der Kompost. Deshalb möchte ich dich bitten, die nötigen Materialien zur Herstellung vom Kompost zu besorgen. An erster Stelle steht Alpaka-Kot. Keine Panik, den kriegen wir später von der Alpaka-Station geliefert. Aber an zweiter Stelle stehen Gemüseabfälle. Die müsstest du bitte von den Restaurants in Toli Jolan abholen, die mit uns zusammenarbeiten. Schau bitte bei Xbaliav Tier und bei Tante Tis Taco vorbei und lass dir laut Gemüsereste geben, ja? Ich frage mich, ob der Tod des Einkopfs was mit der goldenen Schatz zu tun hat. Und noch eine andere Sache, die ich mich gefragt habe. Und ich frage mich, ob wir bald Grahatir wiedersehen werden. Weil Grahatir muss ja auch noch Tacos essen. Big Fat Tacos. Das sind zwei Dinge, die ich mich so frage. Bam, badam, bam, bam, badadadadadadam, dam. Hm, Tapipias Gemüsereste. Klar, klar, die liegen schon bereit. Kannst du gleich mitnehmen. Bei Tacos denken die meisten sicher zuerst an Fleisch und Gewürze, aber auch das Gemüse ist wichtig. Tapipia und ich, wir helfen uns gegenseitig und profitieren voneinander. Dam, dam, da, dam, dam, dam. Dann können wir direkt die nächsten Freibriefe hier machen. Bol Ogaf, der Meister der goldenen Jagd, möchte dir jemanden vorstellen. Ah, Potato, die helfende Hand verfolgt deinen Werdegang mit Interesse, weißt du. Es heißt, du hattest dich nützlich gemacht und dass deine Abenteuer dich in fast jeden Winkel von Toral geführt haben. Einschließlich Yaktil, wie ich hörte, das Land meines Volkes. Ich weiß, wie gefährlich diese Wälder sein können. Nicht nur aus den Geschichten meiner Vorfahren, sondern auch von den Lizenzen am Jagdbrett. Denkst du bist bereit, dich einer größeren Herausforderung zu stellen? So gefällt mir das. Also gut, dann lass mich dir erzählen, was es mit der nächsten Kategorie auf sich hat. Jagdlizenzen der Klasse 1 können von so jedem halbwegs begabten Jäger oder Söldner erledigt werden. Aber diese hier bedürfen ein wenig mehr Bedacht. Und damit meine ich nicht nur körperliche, sondern auch geistige Vorbereitung. Wenn du dein Leben auf der Jagd nach diesen Bestien riskierst, ist es wichtig zu wissen, wofür du es riskierst. Aus diesem Grund rate ich jedem, der glaubt, er könne es mit Jagdlizenzen der Klasse 2 aufnehmen, zunächst mit Tiat Kat zu sprechen. Sie ist eine Meisterjägerin, die die goldene Jagd schon seit ihren Gründungstagen anführt und zudem Mentorin für die nächste Generation der Vipern. Du findest sie im Gornitrugs Glitzersanden. Such nach einer Chibral mit blauem Haar und bitte sie, dir unsere Geschichte zu erzählen. Müssen wir noch einen Geschichtsunterricht holen, bevor hier weitergeht. Furchterregende Forschungsobjekte. Der erschossene Naturforscher ist sichtlich voller Forscherdrang. Oh, du bist doch... Ich hätte nie erwartet, dich hier in
Todi Yulal zu treffen. Ich arbeite in der Magieakademie in der Fakultät für Biologie und ich habe dich schon mal in Altaria angesehen. Ich hoffe, du empfindest das nicht als unverschämt, aber ich möchte dich bitten, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich bin nämlich hier, um das Ökosystem des Kontinents Tural zu erforschen und möchte ein ganz bestimmtes Tier untersuchen. Könntest du es fangen, falls es dir keine Umstände macht? Gleich nach meiner Ankunft habe ich ein mir unbekanntes Lebewesen entdeckt. Das war blitzschnell und es ist mir entwischt. Es war klein, braun und pelzig und hat seltsame Flöte- und Quietschgeräusche gemacht. Ich habe die Einheimischen gefragt, doch niemand scheint dieses Tier zu kennen. Fällt dir zu der Beschreibung etwas ein? Es war doch nicht etwa ein Riesenbiber. Kennst du dieses Tier etwa? Was sagtest du? Ein Riesenbiber? Wir müssen ihn auf jeden Fall einfangen. Ich werde mich hier im Hafen, wo ich es gesehen habe, gründlich umsehen. Kannst du dir bitte das Glanzfederviertel vornehmen? Oh nee, die Biber sind wieder da. Biber, Biber, du. Oh nee. Oh nein, Mann. Wie kann das denn nur sein? Der Biber ist wieder los, Mann. Badadadadadam. Tapipia hatte ich geschickt. Dann geht es sicherlich um die Gemüseabfälle. Sie liegen schon zur Abholung bereit. Weißt du, Gemüse wird auch in der Küstenkolonie verkauft. Aber wir sind sehr froh, frische Waren direkt von den Meerschaumfeldern zu bekommen. La 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 ba da 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 da. Willst du etwas von mir, Fremdling? Paul Ograf hat dich also geschickt, wie? Mal wieder Frischfleisch für die Bestien. Wobei du aussiehst, als hättest du mehr drauf als die meisten anderen. Also, wenn du mit der Goldenen Yard mitmachen willst, sollte ich dir ein wenig mehr darüber erzählen. Wo fange ich am besten an? Du würdest vermutlich sagen, am Anfang, doch dieser ist gar nicht so einfach zu bestimmen. Wir waren schon ein Volk von Jägern, lange bevor Kona das System mit den Lizenzen aus Eosea eingeführt hat. Die Jagd beschränkte sich dabei nicht nur auf die Beschaffung von Nahrungsmitteln, sondern auch die Sicherheit wurde von den Jägern gewährleistet. Und so entstanden schließlich die Vipern. Die besten Jäger Turals schlossen sich zusammen, um ihre Fähigkeiten und ihre Klingen zu schärfen und widmeten ihr Leben der Verfolgung der bedrohlichsten Bestien. Anfangs waren wir nicht mehr als eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, die sich jeder Gefahr entgegenstellten, die ihnen begegnete. Erst als Gudul Jajar Tural unter eine Kolonne vereinte, wurde unsere Rolle als Beschützer des Reiches offiziell. Aus dem ganzen Land gingen Aufträge ein, aber wir hatten nicht genug Leute, um sie alle zu erfüllen. Daher schlug Kona vor, das System aus Eosea hier einzuführen und sich auf Abenteurer und Söldner zu verlassen, um sich diesen Bedrohungen zu stellen. Die Moral dieser kleinen Geschichtsstunde ist folgende. Viele Leute gehen auf der Suche nach Abenteuer, Ruhm oder Glück auf die Jagd, doch uns ging es dabei von Anfang an vor allem um eins. Jene zu beschützen, die dazu selbst nicht in der Lage sind, vergiss das nicht. Und noch eine Bitte, die ich an alle Vipern richte, die ich ausbilde. Lass dich nicht umbringen. Wir jagen, um Leben zu retten und nicht, um sie grundlos wegzuwerfen. Das sollte an Moralpredigten für heute reichen. Es ist an Zeit, dass ich nach Yagtail zurückkehre. Komm vorbei, wenn du mal in der Gegend bist. La 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 la. Du bist schon wieder zurück. Hat Hiat-Kat dir alles erzählt, was du wissen musst? Das freut mich zu hören. Wir jagen nicht, um zu töten, sondern um zu überleben. Walter steht im Hinterkopf. Ich habe mir erlaubt, deine Befugnisse zu erweitern. Und du kannst jetzt auch Lizenzen der Klasse 2 nehmen. Gute Jagd. Da ist ein neuer Gebietsname dabei, den wir noch nicht kennen. Suchen wir mal den Riesenbiber. Oh nein, ein Riesenbiber, er ist wirklich da.
Die lautstarke Naga und seine Gefährte scheinen bereit zu sein, dich zu begleiten. Kehre mit den beiden zum entschlossenen Naturforscher im Hochfluthafen zurück. Der lautstarke Naga und seine Gefährten begleiten dich jetzt. Ja, kein Problem. Komm mit. Und wenn da jetzt irgendwelche Sprachoptionen auf dem Weg sind, hätte ich gelacht. Wenn die einfach nur fiepen würden. Da dam 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 dam. Da 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 da. Da dam da dam. Ich glaube, das müsste mit Stadt der Eteriten auch gehen, oder? Da darf man den nicht benutzen. Doch, darf man benutzen. Das ist ja nicht ein Exemplar, sondern zwei. Als ich es sah, war es alleine, aber es hat eine Art genossen. Faszinierend. Sie sind dir bis hierher gefolgt, als wären es zahme Haustiere. Was für ein Glück. Es war eine gute Entscheidung, natural zu kommen. Diese Laute und diese mysteriöse Gestalt. Es muss definitiv die neue Art sein, über die gerade in akademischen Kreisen gesprochen wird. Allerdings ist der Professor, der sich eingehend mit dem Thema beschäftigt hat, kürzlich spurlos verschwunden. Wir Jüngeren konkurrieren nun alle um seine Position. Wenn ich diese wertvolle neue Art in einer wissenschaftlichen Arbeit beschreibe, dadurch könnte ich große Bekanntheit erlangen. Ich werde die beiden genau im Auge behalten und aufpassen, dass sie nicht abhauen. Ich werde sie sorgfältig behüten. Ich bin gespannt, was für ein Verhalten sie an den Tag legen werden. So. Aber mittlerweile sind wir drei Level über den Quest, ne? Da hast du eine schöne bunte Mischung mitgebracht. Fantastisch. Diese Gemüseabfälle wurden früher nicht kompostiert, sondern direkt auf den Boden gestreut, um als Dünger zu dienen. Die Methode, sie zu kompostieren, geht auf eine Idee der Krone der Weisheit und ihren Freunden zurück, die sich mit Tieren und Pflanzen auskannten. Die Gicht der Wellen erreicht unsere Felder und füllt den Boden mit Nährstoffen. Der Kompost tut ein Übriges und beschert uns den besten Boden zum Gemüseanbau. Bei der Menge an Gemüseresten, die du mitgebracht hast, sind wir erstmal eine Weile versorgt. Dank dir ist eine meiner Arbeiten erledigt. Und wenn du etwas dabei gelernt hast, dann umso besser. Dann gehen wir zur Hauptquest, Mann, verdammt. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Da, di, da, da. Mit Vukla Matma sprechen jetzt. Der frisch gebackene Königin von Tuliolal. Da, 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 da. Wir dürfen jetzt in den Norden gehen.
Mit dem Drumherum habe ich schon gesprochen, ne? Ja. Ja, haben wir alles schon gesprochen. Im Lichte eines neuen Morgens. Notenrolle von Dawntrail. Kreede scheint vor Stolz auf eure neu gekrönte Dämmerkönigin förmlich zu platzen. Ich freue mich so sehr für unsere Wuglamat und ich bin unglaublich stolz auf sie. Absolut. Kona zu ihrer Krone der Weisheit zu machen, ist ein ganz typischer Einfall für sie, nicht wahr? Es war ihrer Ansicht nach das Beste für Tully Yolal, ja. Prinz Kona, Verzeihung, die Krone der Weisheit hat ja selbst fast alle Prüfungen des Ritus der Thronfolge erfolgreich bestanden. Er schied nur aus, weil er es so wollte, zugunsten seiner kleinen Schwester. Ich bin gespannt, wie sich Tully Yolal unter der Herrschaft seiner beiden Kronen wohl entwickeln wird. Hallo miteinander. Danke, dass ihr alle bei der Krönungsfeier wart. Ich habe euch vom Balkon aus jubeln sehen. Es war uns eine Ehre, eure dämmerkönigliche Hoheit. Nein, 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 das lassen wir gleich wieder bleiben. Ihr wisst doch, wie viel ich mir aus Titeln mache. Erst recht nach all dem, was wir zusammen durchgestanden haben. Egal, ob ich nun eine Königin bin oder nicht. Das geht euch doch hoffentlich genauso. Sagt diejenige, die künftig auf einem massiven Goldthron sitzen wird. Na, selbstverständlich, du bist jetzt ein fester Teil unserer kleinen Familie. Eure Familie? Meint ihr das ernst? Natürlich meinen wir das ernst. Du wirst immer einen Platz in unserer Runde haben, Wuglamat. Dem kann ich mich nur anschließen. Wie Kent Ketenram schon sagte, diese ganze Reise hat uns zusammengeschweißt. Ob du nur nach schalayanischem Rat wünschst oder einfach ein kleines Abenteuer suchst, um den Palastmauern für eine Weile zu entkommen, wir werden stets zur Stelle sein. Ach, ihr macht mich ganz verlegen. Aber wenn wir Familie sind, dann sagt doch bitte Lamati zu mir, damit es sich auch richtig anfühlt. Aber eigentlich wollte ich ja über etwas ganz anderes mit euch sprechen. Nur werde ich euch noch um eine klein wenig Geduld bitten müssen. Ich will nämlich unbedingt all unseren Freunden noch einmal persönlich danken, die uns während des Ritus so tapfer unterstützt haben, wo sie sich schon alle in Tully Yolal eingefunden haben. Aber selbstverständlich, das hat auf jeden Fall Vorrang. Potato, würdest du mich begleiten? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass der ein oder die andere auch gerne ein paar Worte mit dir wechseln will. Na dann, nichts wie los. Trifft mich draußen vom Fiederplatz, ja? Ketenram war gar nicht bei der Krönungsfeier. Zumindest habe ich ihn nicht gesehen. Für Tully Yolal ist sie die Krone des Mutes. Für mich ist und bleibt sie unsere Lamati. Lass dir ruhig Zeit, wir warten einfach hier auf dich und genießen die Atmosphäre einer feiernden Stadt. Krone des Mutes und Dämmerkönigin von Tully Yolal. Ein beeindruckender Titel hat sie da bekommen, aber ganz unter uns. Für mich ist und bleibt sie einfach nur meine Wuglamat. Lamati, sollst du sagen. Ach, dass der nicht hört, ey. Da bist du ja, dann los. Ein Soldat der Landsgarde meinte, er hätte Wuk Ewu und Mablu bei Tante Tees Tacos gesehen. Steuern wir sie zuerst an. Begleiten und wir haben keine Sprechoption, also können wir einfach runterspringen. Let's go! Ui, den direkten Weg gehen wir. Direkt zu den Tacos nach unten. Graha wäre stolz auf uns. Den direkten Weg zu den Tacos, oh ja, zu den Tacos, Mann. Den direkten Weg zu den Tacos, zu den Tacos, zu den Tacos, zu den Tacos. Badada, badababam. Oh, Kali!
diese Tacos sind so köstlich, ich könnte mich reinlegen. Und stell dir vor, man würde noch etwas Schilf dazu packen. Mm. Es ist lange her, seit ich das letzte Mal hier war. Ja, ja, schön, dass sie immer noch so lebhaft ist, die Stadt. Ah, geweint habe ich vor Freude, als die Prinzessin auf dem Balkon stand, meine ich. Prinzessin, welche Ehre. Oh, das ist ja gar nicht mehr euer Titel. Welche Schande, euch derart grob adressiert zu haben, ehrenwerte Dämmerkönigin Muklamat, Krone des Mutes der Vereinten Nationen von Toliolal. Nicht doch, das ist wirklich nicht nötig. Ich will keine Sonderbehandlung, nur weil ich jetzt Königin bin. Ah, in Ordnung. Beziehungsweise ist gar nicht in Ordnung. Ihr seid unsere strahlende Herrscherin, die Erbe des Dämmerthrones und die Mutter unseres Landes. Despektierliches Verhalten euch gegenüber darf nicht geduldet werden. Burg Evo, bitte hör doch endlich auf damit. Gut, das werde ich. Sprunghafter als ein scheues Alpaka. Seine Launen, meine ich. Potato, tausend Dank, dass du Prinzessin Wuklamat beim Gewinn geholfen hast. Beim Gewinn des Ritus. Wir Pelopelo waren uns überhaupt nicht einig, wer den Thron erben soll, meine ich. Die einen wollten den Vorstoß in andere Länder, die anderen tollen Technologien. Und ich ihn aber einfach behalten, unseren Frieden. Aber jetzt mit den neuen Kronen, da arbeiten endlich wieder alle zusammen an einer neuen Geschäftsidee. Ein spezieller Verkauf von Andenken an die Krönung. Ja, ja. Oh, und wisst ihr was? Ich leite alles, das Unterfangen. Meine erste große Gelegenheit als reisende Händlerin. Ein Andenken an diesen Freudentag. Wer kann da schon Nein sagen? Nur muss ich aufpassen, nicht gleich für das ganze Dorf einzukaufen. Schön zu sehen, dass ihr so gut gelaunt seid, wie eh und je. Ich wollte mich bei euch bedanken, dass ihr mich während des Ritus so lieb unterstützt habt. Erst ihr alle habt mir gezeigt, wie wichtig es ist, einander kennenzulernen. All die verschiedenen Leute, die unser Land bewohnen. Gerade als Königin ist das unglaublich wichtig. Und vor allem durch eure tatkräftige Hilfe bei den Prüfungen ist mir das richtig bewusst geworden. Und obwohl wir so viel durch Yogg-Tural gereist sind, gibt es noch so viele Kulturen, die ich noch nicht ordentlich kenne. Ganz Shagg-Tural beispielsweise. Wenn dieser bescheidene Diener der Kronen seine Hilfe anbieten darf, ihr könnt jederzeit auf mein Wissen zurückgreifen, eure Hoheit. Ich verlasse mich auf dich und deine Geschichtsstunden, Wuk-Evo. Mein Bruder bringe ich dann auch wieder mit. Bestimmt seid ihr jetzt als Dämmerkönigin furchtbar beschäftigt, aber wir würden uns unglaublich freuen, wenn ihr uns zum nächsten Ihihana-Fest besuchen kommen können würdet. Aber selbstverständlich. Sobald ich ganz auf eigenen Beinen stehe als Händlerin, meine ich, dann komme ich euch dafür im Palast besuchen. Hehe, darauf freue ich mich schon. Handel uns ja nur durch die Staatskassen leer, hörst du? Es ist übrigens fantastisch umsorgt. Das Alpaka, das ihr im Tal gefangen habt, meine ich. Trotzdem ist es nun euer wolliger Freund. Kommt ihr dazu vorbei, wenn ihr ihm Hallo sagen wollt? Ja, ja. Oh ja, ich freue mich schon jetzt darauf, das kleine Fellnäschen zu streicheln. Aber ich fürchte, wir müssten auch so langsam weiter. Hat einer von euch vielleicht Forgetane gesehen? Lange Ohren, ganz deutlich von jenseits der See. Ja doch, so ein langer, dünner Mann ist mir aufgefallen. Ich glaube, ich habe ihn zusammen mit einem Moblin und zwei Yokui unten beim Markt am Hafen gesehen. Ah, in der Küstenkolonie. Dann machen wir uns gleich auf den Weg. Vielen lieben Dank noch einmal für alle eure Hilfe und Mühen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, schmeiß ich eine Runde Tacos für alle. Wir wollen mit einer wunderbaren Nachfolgerin für den Dämmerthron gesegnet, das muss man wirklich sagen. Hast du gehört? Die Dämmerkönigin hat ja gesagt, also zumindest hat sie nicht dein gesagt, zum speziellen Gründungsfeuerandenken Spezialverkauf, meine ich. Auch dem Goldenen geht es gut, dem Alpaka von Prinz Soraljah, meine ich. Viel zu tun dieser Tage, wirklich viel zu tun. Wo ist eigentlich Soraljah? Es wäre wundervoll, wenn Dämmerkönig Kona bei unserem nächsten Ihihana-Fest ebenfalls mit auf der Sänfte stünde. Wo ist der eigentlich? Wo zur Hölle ist der? Der hackt doch irgendwas aus, oder? Der hat doch auch Hass gegen die Familie und so. Ich glaube, das hat dann mit dem zweiten Story-Arc zu tun. Bam, 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 bam. Aber mein Kiefer wird langsam ein bisschen müde vom ganzen Quatschen. Deswegen wird das hier vermutlich der letzte Part sein erstmal, auch wenn ich gerne weiterspielen würde. So von der Motivation her habe ich gar kein Problem, ich bin sogar nicht was müde. Muss also noch ein bisschen wach bleiben dann. Und das Lesen wird halt langsam schwer.
Ich war lange nicht mehr in Toliolal. Der Hohepriester zieht alle Blicke auf sich. Vermutlich ist es das erste Mal, dass die Leute von Toliolal ein Yokoi seiner Größe begegnen. Oh, es ist lange her, Potato. Erde Halle geht jetzt auch wieder ganz wunderpracht. Nicht zuletzt dank dir und der Dämmerkönigin. Ah, Wuklamat, Potato, wie schön euch beide wiederzusehen. Von Jetain, ihr alle, wir haben nach euch gesucht. Danke, dass ihr den ganzen Weg nach Toliolal auf euch genommen habt. Pschko, aber das ist doch selbstverständlich. Als großer Dank an unsere frisch gekrönte Dämmerkönigin. Es war ein Schock, vom Dahinscheiden der alten Krone der Weisheit zu hören. Doch wie ihr wisst, tragen wir sein Leben in unseren Herzen stets mit uns. Und statt Wehklagen soll am heutigen Tag doch Jubel durch die Straßen schallen. Wir kamen als Vertreter der Yokoi von Wallace Echo. Auch wenn euch gerne mehrere der unseren persönlich ihre Aufwartung gemacht hätten, wäre das doch vielleicht etwas zu viel für eure Stadt geworden. Ach was, wir hätten euch schon alle untergebracht. Außerdem ist Toliolal unsere Stadt. Ihr habt in ihr genauso einen Platz wie auch jedes andere Volk. Ich bin auch froh, dich heil wiedersehen zu können nach eurer schrecklich langen Reise. Als wir uns auf dem Schiff nach Toral zum ersten Mal begegnet sind, hätte ich mir niemals vorstellen können, dem Vertrauten der künftigen Dämmerkönigin gegenüberzustehen. Was bedeutet Frieden eigentlich? Als ich damals aus Fuluk Shonsa trat und den Ritus der Thronfolger begann, hatte ich noch keine richtige Antwort auf diese Frage. Aber in euren Prüfungen habt ihr mich aus der ersten Hand spüren lassen, was er für euch bedeutet. Was er euch gelehrt hat, wie ihr euren Frieden lebt und wie sorgfältig ihr ihn pflegt und beschützt. Erst dadurch fand ich meine eigene Antwort, nach der ich so lange gesucht hatte. Gerade jetzt, frisch gekrönt wie ich bin, denke ich an die Shir Vagur und die Wegelagerin Kosamuka. Auch mit ihnen möchte ich einen Frieden erarbeiten, der ihren Wünschen und Bedürfnissen entgegenkommt. Als Erbin des Dämmerthrones betrachte ich das als meine Pflicht. Auf meiner Reise mit Gulul Jaja ließ ich ebenfalls vom alten Gram ab. Vor Porloa mag es eines Tages ähnlicher gehen. Unsere Geschwister von Shir Vagur tragen das Erbe unserer Ahnen seit mehr als 1000 Jahren mit sich. Wandel wird nicht von einem Tag auf den anderen geschehen, aber das wisst ihr sicherlich selbst. Ha, ja, das tue ich. Auf die leichte Schulter nehmen werde ich dieses Erbe auf keinen Fall, aber ich bin mir auch sicher, dass wir uns irgendwie die Hand reichen können. Unterdessen gebe ich als Topfwerker mein Bestes. Die Moblins kümmern sich wirklich aufopferungsvoll um mich und noch nie hatte ich das Gefühl, mich derart auf meine Werke konzentrieren zu können. Es ist, als hätte ich nach all der langen Zeit endlich zu meinem wahren Ich gefunden. Oh, wir kümmern uns um Brauchenwünsche und Wollenwünsche. Topwerker macht Meisterwerke und Kunstschöpfungen. So hat jeder ein fröhlich Lächeln auf dem Gesicht. Recht hast du, Rakorok. Ich freue mich schon noch, was ihr beiden Großartiges zustande bringen werdet. Aber mit Hunmuruk wollten wir auch noch sprechen, also mit Papa. Ah, der Shibrax-Rax, den hatte ich eben am Strand gesehen. Na, dann auf zu den Schimmersanden von Gornitruk. Ich muss mich leider schon entschuldigen, aber macht euch bitte noch eine schöne Zeit in Toliolal. Komm uns doch gerne mal in Erdehalde besuchen. Rakorok und ich wären hoch erfreut, dich bei uns begrüßen zu dürfen. Schko, ein neues Königspaar für Toliolal. Das ist ein Großwandel für das ganze Land. Natürlich werde ich nachher auch noch Gulul Jaja meine Aufwartung machen. Ganz bestimmt wird er mich wieder zu einem Kämpfchen herausfordern wollen, wie jedes Mal. Ehe die Königsfeier begann, wallete ich entlang der Stelen der Toliolal-Sage. Es freut mich sehr, dass unsere Bildschrift nicht nur derart schön repräsentiert ist, sondern gar ein Herzstück der Stadt bildet. So, dann gehen wir mal zu ihrem Papa. Ihrem richtigen Papa. War richtiger biologischer Papa halt, ne? War ja nie für sie da. Also, sie ist ja nie aufgewachsen mit ihm. Ist ja so eine. Kann man darüber diskutieren, ne? Ihr leiblicher Papa. Ah, welch reiche Köstlichkeiten die Märkte Toliolal zu bieten haben. Ich kann es kaum erwarten, die zu Hause gebliebene mit all diesen Leckerbissen zu überraschen. Auch wenn ich wahrlich kein Recht habe, an der Königsfeier teilzunehmen, wollte ich jedoch nicht fernbleiben. Es gilt, ein Zeichen zu setzen. Mein Muck beschreitet nun andere Pfade.
Ah, Eure Hoheit, meine herzlichsten Glückwünsche zu eurer Krönung. Ach, bitte keine Hoheit, ich sitze ja noch keinen Tag auf dem Thron, da wollen wir es doch wirklich nicht übertreiben. Und dennoch bist du in kurzer Zeit des Ritus zu einer wahrhaftigen Königin herangereift. Ich bin mir sicher, dein Vater ist unglaublich stolz auf dich. Mein Alterchen ist es auf jeden Fall, ja, und mein anderer Vater ganz bestimmt auch. Danke für deine warmen Worte, Hun Murug. Stolz und glücklich, zweifelsohne. Und dein Lächeln ist mir wahrlich Dank genug. Wo wir schon bei dem ganzen Dank sind, dir gebührt der meine, dafür, dass du dein Versprechen gehalten hast. Ich habe Bakul Daja auch gebeten, bei uns zu bleiben, bis wir eine Gelegenheit finden würden, euch persönlich zu gratulieren. Aber er meinte, dass er euch erst wieder unter die Augen treten kann, sobald er weiß, wo seine Reise hingehen soll. Ja, ich glaube, so hat er es formuliert. Er kennt nur den kalten, harten Pfad, den ich ihm aufzwang. Dabei schickt doch ein weiches Herz in seiner Brust. Ja, ich konnte einen Blick darauf erhaschen. Ich vertraue euch, dass ihr ihn von jetzt an stets daran erinnert, was für ein lieber Kerl er eigentlich sein kann. Das gelobe ich euch feierlich. Aber ist Ketenram gar nicht bei euch? Ketenram? Ah, du meinst Tangwa. Nein, dabei sind wir extra an seiner Behausung vorbeigegangen, um ihn zu fragen, ob er uns nach Toliulal begleiten möchte, aber er war nicht da. Der erste Prinz war ebenfalls nicht anwesend, nicht wahr? Und soweit ich mich umhören konnte, hat ihn auch niemand in der Stadt gesehen. Nun, vielleicht muss er seine Niederlage erst einmal mit sich selbst ausmachen. Oh, nein, das hat er nicht getan. Ja, das wundert mich leider nicht. Das ganze Land schien sich absolut sicher zu sein, dass das Wunderkind den Dämmerthron erben würde. Für ihn war der Schock also vermutlich am allergrößten. Geben wir ihm etwas Zeit. Der hat den getötet. Und ich bin mir sicher, Ketenram wird auch nicht lange auf sich warten lassen. Er hat all die Jahre zurückgezogen gelebt. Also vielleicht wartet er einfach ab, bis die Stadt wieder etwas ruhiger geworden ist. Ich fürchte, ich muss mich auch schon wieder auf den Weg machen. Aber scheut euch nicht, jederzeit beim Palast vorbeizukommen, ja? Gut, ich glaube, jetzt hätten wir alle. Wollen wir zurück zum Fiederplatz? Der dumme Pisser hat ihn umgebracht. Das werde ich ihm nicht verzeihen. Da wird der wohl der Endboss, ey. Die Leute munkeln schon jetzt darüber, dass der frisch abgedankte Gulu Jar Jar möglicherweise wieder auf Reisen geht, wie schon zu seiner Jugend. Du hast den ehemaligen Dämmerkönig verpasst, er trat aus dem Palast und hat sich bei uns allen für unsere Unterstützung bedankt. Dich sollen wir ganz herzlich grüßen, er ist froh, dass du dich seiner Bitte angenommen hast und meinte, du würdest schon wissen, worum es geht, was mich wiederum ungemein neugierig gemacht hat. Wir haben uns die Warterei damit vertrieben, Ehrenwillen nach Kindheitsgeschichten von Namati auszuquetschen, nachher erzähle ich dir gerne die witzigsten. Oh nein, wovon hat er denn erzählt? Als ich dein Taco fahren gelassen habe, ihn aber natürlich trotzdem gegessen und mir so schlimm den Magen verdorben habe, dass ich fast gestorben wäre? Oder als ich mir einmal die Rotznase am zeremoniellen Federschmuck meines Alterchens abgewischt habe? Ah, willkommen zurück. Ihr hättet euch aber ruhig noch mehr Zeit lassen können. Wir haben uns hier sehr gut unterhalten. Konntet ihr ein Wort mit allen Unterstützern wechseln? Konnten wir. Danke, dass ihr gewartet habt. Mit dir bin ich aber noch nicht fertig. Kuna hat es dir vermutlich schon erzählt. Ich meine es ernst. Ich würde dir gern ein Amt an unserem Hof überlassen. Bleib an meiner Seite. Bitte. Also das muss ich mir gut überlegen. Zwingen werde ich dich natürlich nicht. Aber ich will dich zumindest wissen lassen, dass dir dieser Pfad offen steht. Oh, und dann war da ja noch etwas.
Ein Pass für Jacques Toural. Es gibt so viele Orte auf Toural, die du noch gar nicht gesehen hast. Ich dachte, das würde dein Abenteurerherz vielleicht höher schlagen lassen. Jetzt ist unsere Reise wirklich vorbei. Ihr habt mich immer so akzeptiert, wie ich bin. Habt mich in eure Runde aufgenommen und wart wahrlich bis zuletzt an meiner Seite. Dafür kann ich euch nicht genug danken. Aber sagen werde ich es trotzdem. Vielen lieben Dank, Freunde! Aber es gibt viel zu tun. Ich muss herausfinden, wie man eine ordentliche Dämmerkönigin ist. Und außerdem locken die Geheimnisse der Stadt aus Gold. Keine Sorge. Sobald ich alles gehört habe, berichte ich sofort, was mir das Alterchen erzählt hat. Ihr könnt die Hauptstadt derweil natürlich nach Herzenslust genießen. Aber vergesst mich bloß nicht hinter meinen Palastmauern. Ich werde noch in Toural bleiben. Bevor ich nach Schalayan zurückkehre, gibt es da jemanden, den ich besuchen möchte? Und wie steht es mit euch? Wir kamen ursprünglich hierher, um Einblicke in einen multinationalen Staat zu erhalten, damit wir Galemald in seinen diplomatischen Bestrebungen unterstützen können. Die Geschichten von Gulul Jaja, der den verfeindeten Völkern einen Weg zur Diplomatie schlug. Und dann natürlich du, die hinter die Lehren des Zwillingsblutes geblickt und Mamuk die Hand gereicht hat. Das hat uns eines umso deutlicher gemacht. Toleranz und Respekt beginnen damit, einander kennenzulernen. Man muss nur die Augen offen halten, um unerwartete Gelegenheiten auch zu nutzen. Genau wie Lamathie den Ritus dazu genutzt hat, ihr Tuliolal besser zu verstehen. Jetzt müssen wir nur noch daran feilen, wie man so ein Aufeinanderzugehen auch fördern kann. Also, sehen wir uns hier noch ein Weilchen um. Ich will auch noch bleiben. Jetzt, da du Königin bist, wird dir Gulul Jaja von meinem Großvater erzählen. Selbstverständlich! Eure Zimmer stehen euch so lange zur Verfügung, wie ihr sie braucht und wollt. Und du? Gehst du mit deinem Pass Jacques Toural erkunden? Ja, schon, ne? Gibt da gerade nichts mehr, was wir tun können. Geschichte ist einfach vorbei. Das habe ich mir gedacht. Es hätte mich auch gewundert, wenn du die Füße stillhältst, während noch ein halbes Abenteuer auf dich wartet. Ja. Warum schließt du dich mir da nicht an? Ich wollte zurück in meine Heimat und meiner Lehrmeisterin Bericht erstatten. Daher führt mich mein Weg ohnehin nach Jacques Toural. Wenn wir gemeinsam unterwegs sind, könnte ich dein Fremdenführer sein. Was hältst du davon? Ist das wohl unser Abschied? Macht es gut und kommt bald wieder. Na, wir beide sollten wohl auch los. Ich warte vorm Himmelstor von Jacques Toural, bis du fertig bist.
Halt! Freunde für immer! Aber schon traurig, dass jetzt einfach sie nicht mal mitreist und so. Ich werde sie jetzt schon ein bisschen vermissen. Und wir werden sie vermutlich nie wiedersehen. Weil die Resonanz halt sehr negativ auf sie ist. Im Englischen. Ich weiß nicht, wie es im Japanischen ist. Aber ich weiß, dass die ganzen Steam-Bewertungen alle Schwachsinn labern. Wegen, dass Addon sei das Schlechteste überhaupt und ganz, ganz schrecklich, weil man die ganze Zeit mit diesem unglaublich unsympathischen Charakter die ganze Zeit durch die Gegend reist. Und nichts anderes ist als Addon. Ja, die Hälfte des Addons ist so, ja. Die andere Hälfte ist überhaupt nichts mit ihr. Die Geschichte mit ihr ist abgeschlossen, offensichtlich. Außer das macht jetzt nochmal eine 180-Grad-Wendung, aber es hat ja schon eine 180-Grad-Wendung gerade gemacht. So, okay, zum zweiten Teil des Abenteuers. Also sie wird bestimmt nochmal vorkommen in der Hauptgeschichte jetzt, aber muss sie ja, weil sie ja Kida alles erzählen wird. Aber ja, die Leute haben so einen Schwachsinn, die sind so weich in der Birne, was sie dafür Bewertungen machen. Ich meine, die Geschichte war super. Ich finde es ein bisschen schade, dass es jetzt so wirkt, als wären das echt zwei so getrennte Geschichten. Ich hoffe, dass sie es nochmal zusammenführen können und das in einer guten Art und Weise. Ich mag halt längere Geschichten, ne? Die miteinander verbunden sind und verwoben. Tja, durch das Tor dürfen wir jetzt durch. Werden wir heute noch sehen, aber dann ist der Part auch gleich vorbei. Dann mal sehen. Dann gehe ich irgendwann ein paar Stunden schlafen und dann bin ich wieder da irgendwann, dann streamen wir wieder. Chakturah liegt hinter diesem riesigen Tor und der noch viel riesigeren Brücke dahinter. Sorgor, die Weite wird sie genannt. Dein Pass hast du aber nicht verloren. Entschuldige, ich war zu lange mit Wuglamat unterwegs, fürchte ich. Und scheinbar habe ich es mir jetzt angewöhnt, auf alles doppelt und dreifach zu achten. Was soll man machen? Unterdessen weit unten im himmelstiefen Kusenote. Oh, 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 oh. Okay. Wo hat er die her? Die Pforte ist eine Stadt aus Gold und sie soll einen König aus mir machen. Aber ja, vor 20 Jahren ließ mich König Gulul-Jadha einen Brief aufsetzen. In ihm bat er einen weisen Mann von jenseits der See, die Stadt. Doch was er schließlich herausfand, jagte den Dämmerkönig solche Furcht ein, dass er diese Pforte versiegeln ließ. Eine unbändige Macht muss dahinter schlummern und der Ritus der Thronfolge soll sie abermals offenlegen. Welch Glück, dass wir den Wächter dieser Pforte ausfindig machen konnten. Dieser Tangwa hat uns die Jagd nach den Prüfsteinen kurzerhand erspart. Oh Mann. Aber nun ist der große Moment gekommen. Was verbirgt sich hinter diesem Siegel? Eine Macht von solcher Gewalt, dass sie selbst den großen Gulul-Jadha das Fürchten lehrte und euch nunmehr den Thron sichern wird, mein Prinz. Der Thron ist schon belegt. Also er will mit Kampf, mit Krieg.
Leichter gesagt als getan. Die Kronen sind jung und naiv, aber sie brachten das Phantom meines Vaters zu Fall, dem selbst ich nicht gewachsen war. Ihnen den Thron zu entreißen wird kein leichtes Unterfangen. Aber bitte, ihr seid das Wunderkind, das Geblüt unseres Dämmerkönigs höchst selbst. Derlei Schwächen ziemt sich nicht für euch, mein Prinz. Besorgt euch nicht. Ich präsentiere euch den Schlüssel. Als alle Augen auf die Krönungsfeier vor dem Palast gerichtet waren, drang ich gänzlich unbemerkt in die königliche Schatzkammer ein und barg ihn vor euch. Eure Niederlage gegen das Phantom, der ganze Ritus gar, Nichtigkeiten im Vergleich zu dem, was euch hinter dieser Pforte erwartet, was euch zusteht. Nun greift danach, mein Prinz, greift nach der Macht! Oho. Eine Verbindung. Endlich. Wer spricht da? Zeigt euch. Das will ich sehr gerne, aber leider kann ich das Tor nicht öffnen. Euch ist es jedoch möglich, wenn ihr den Schlüssel besitzt. Seid ihr der Hüter jener großen Macht, die hinter dieser Pforte schlummert? Ich weiß nicht, ob diese Macht groß ist, aber mit meinem Wissen lässt sich so mancher Wunsch erfüllen. Ihr könnt die Welt nach euren Vorstellungen formen. Nach meinen Vorstellungen. Faszinierend. Ich weiß nicht, wer du bist, ob Segen oder Fluch. Aber wenn du derlei Macht versprichst, ist es mir auch völlig einerlei. Endlich flackert die Flamme des Eifers wieder in euch auf. Nun kommt gemeinsam, werden wir ein Land errichten. Das. Er tötet ihn jetzt einfach, oder? Hm. Nichts mit gemeinsam. Mein Prinz! Ich war nie dein Prinz. Und nun zeig sie mir, eine Welt, die sich meinem Willen beugen wird. Das werde ich, aber im Gegenzug... Ja, die Matrix-Idee ist immer noch nicht weg. Ich habe auch das Gefühl, dass das ganze Kontinent quasi ein bisschen Teil davon ist. Ich weiß es nicht. Sehen wir mal. Aufbruch nach Shakturaal. Ehrenwille ist in Aufbruchstimmung. Alles bereit zum Aufbruch, Potato. Dann zeig dem Torwächter dort einfach deinen Pass. Ich kenne keine längere Brücke als Sorgor, die zweite, die Tulliulal mit Shakturaal verbindet. Selbst ich bin jedes Mal aufs Neue beeindruckt, wenn sie sich vor mir gen Horizont erstreckt. Über Zorgor die Weite wollt ihr also. Bestimmt habt ihr auch den entsprechenden Pass, ja? Unterzeichnet von der Krone des Mutes persönlich. Verzeiht, wir öffnen euch gleich das Tor. Und da startet das zweite Kapitel unseres Abenteuers. Alter, ist die Brücke groß.
Na komm, los mit uns. Tag wäre schöner gewesen. Wo die Sonne den Weg weist. So nennt man die nie enden wollende Wildnis in der alten Sprache der Chthona. Und ihre Weisung ist keine milde. Heißbrennend stellt sie das Leben tagtäglich auf eine harte Probe. Doch unter dem trockenen Grund schlummert das blaue Wunder, das alles auf den Kopf zu stellen vermochte. Erzheim. Konas Unterstützer träumen hier vom Fortschritt, der sie in eine Zukunft des Wohlstands führt. Hier brennt das Feuer blau. Und auch wir werden auf diesem brandneuen Pfad aus Eisen wandeln. Ein Pfad, der vom Erzheim, der Hoffnung und dem Ehrgeiz geebnet wurde. Shaluani. Hinter der Prärie liegt Yasulani, meine Heimat. Wir haben eine ordentliche Strecke vor uns, aber mit der Eisenbahn sollte das kein Problem sein. Und für den Weg bis zum Bahnhof borgen wir uns diese Freunde hier. Alter Schwede, drei Etheriten. Oh, ihr seid zu zweit. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich fürchte doch, ihr habt leider Pech. Im Moment hätte ich nur ein einziges Tier für euch. Was bedeutet, dass der Kerl hier leider nebenher trotten müsste? Seit kurzem benehmen sich die Chronik ordentlich merkwürdig. Alles und jeder schreckt sie auf. Sie wirken launisch und sprunghaft. Daher brauchen sie zwischen ihren Einsätzen gerade längere Pausen als früher. Klingt in der Tat merkwürdig. Eigentlich sind es doch äußerst sanfte, ruhige Tiere. Aber vielleicht irgendetwas in ihrer Umgebung. Ach, entschuldige, da ist wohl mein innerer Klauber mit mir durchgegangen. Glücklicherweise ist der Bahnhof nicht zu weit weg. Wir können also auch einfach zu Fuß gehen. Hey, nicht so schnell, ihr zwei. Ihr scheint wohl lange nicht hier gewesen zu sein, wie? Nicht nur die Ronrek sind nervöser als sonst, der Rest der Prärie ist es auch. Wir haben es mehr und mehr mit ordentlich fiesen Biestern zu tun. Wenn ihr euch ein Weilchen gedulden könnt, wird der Händler wieder auftauchen, dem ich euer fehlendes Ronrek geliehen habe. Mir wäre wirklich nicht wohl dabei, euch zu Fuß loszuschicken. Das ist nett gemeint, aber es besteht kein Grund zur Sorge. Mein Freund hier kennt sich mit Biestern bestens aus. Ja, die Knie lassen sie mir schlottern. Nee. Irgendwie, mir tun die Füße noch von der Brücke weh. Kann ich mir vorstellen. Der Ritt auf einem Ronek ist auf jeden Fall bequemer und sicherer. Lange werdet ihr auch nicht warten müssen, das verspreche ich euch. Schön, ich bin ja schon überzeugt. Ganz hier in der Nähe gibt es ein kleines Städtchen. Lass uns dort etwas Zeit totschlagen, bis unser Ronek eintrifft. Ha, na, wenn ihr nach Huzatavi geht, kann ich euch die Ronek auch zur Stadt bringen, sobald ich sie habe. Passt nur auf, dass ihr euch nicht mit irgendwelchen Rabauken einlasst.
das sieht so nice aus. Guckt euch an, wie viel Vegetation hier einfach auf einem Screenshot ist, quasi auf einem Bild. Das ist schon krass. Ah, die erste Windätherquelle sehe ich da vorne schon. Wie kommen wir denn zu der hin? Da vorne ist eine Treppe. Ich muss erstmal den Ätheriten kurz. Cool, dass hier aussieht, oder? Das ist schon cool. Das ist schon echt, echt richtig, richtig cool. Das da vorne ist Husatavi. Als ich das letzte Mal hier war, bestand die Stadt aus kaum mehr als 3 zugigen Hütten. Nicht schlecht. Hier hat sich ja ordentlich was getan. Bleib stehen! Hm? Gibt es Ärger? Ich rede mit dir, du alter Knacker! Oder klemmt dir dein Kopf zu fest zwischen den Arschbacken? Wozu? Wir sind fertig. Die Beweise sind hieb- und stichfest. Es gibt nicht den geringsten Zweifel. Ich scheiß auf deine Beweise, du verlogene Sandratte! Lass meine Freunde laufen, sonst setzt's was! Ah, wer von uns beiden ist hier die Ratte, Sekowa? Deine Freunde haben mich mit ihren Schusswaffen bedroht. Mich, den Vizekommandanten der Staubwacht. Mitten in der Stadt, auf offener Straße. Also haben wir sie natürlich verhaftet. Was hast du denn gedacht? Und dann stellt sich im Verhör auch noch heraus, dass sie wegen Raubüberfällen gesucht werden. Tja. Strafe muss sein. Ich hatte schon gehört, dass sich hierzulande eine Art Bürgerwehr geformt hat. Und es klingt ganz so, als hätten sie alle Hände voll zu tun. Oh, kleiner Sekowa, wer wird denn gleich weinen? Sollen wir dir ein Gläschen Milch heiß machen? Hey, Viute! Such dem Bengel seine Mutti! Hört auf damit! Sie haben niemanden überfallen! Ihr müsst mir glauben! Tja, deswegen kann ich nicht mit den Bengeln von heute. Das Gesetz ist das Einzige, was die vielen Völker in Shaloni auch nur annähernd zusammenhält. Wenn du ein großer Junge wärst, würdest du das verstehen und es nicht andauernd brechen. Denn wer das Gesetz bricht, der ist ein Verbrecher. Und wir, die Staubwacht, machen Verbrecher dingfest. Und jetzt lass dir das alles nochmal durch dein Spatzenhirnchen gehen und denk lieber ganz scharf nach. Willst du dich wirklich mit mir anlegen, Sekowa? Wenn das so ist, dann...
Hey, Knirps. Das ist doch... Tu es lieber nicht. Das ist es nicht wert. Was? Hey, halt! Zekova, was zum Kantor stellst du schon wieder an? Verdammt! Ich bin noch nicht fertig mit dir, du Scheißkerl! Was war denn jetzt schon wieder los? Gar nichts, Herr Kommandant. Er hat nur schon wieder gekräht, dass wir seine Freunde gehen lassen sollen. Ich werde ihn im Auge behalten, keine Sorge. Ach, wenn das so ist, gute Arbeit. Dann fahre ich jetzt mit meiner Patrouille fort. Wir sehen uns, Herr Kommandant. Ich wusste gar nicht, dass ihr euch auch hier herumtreibt. Wie man hört, ist der Ritus der Thronfolger ja abgeschlossen. Habt ihr die Stadt aus Gold also wirklich gefunden? Ich stamme aus dieser Gegend und da ich meine Heimat ohnehin einen Besuch abstatten wollte, habe ich unseren Freund gleich mitgenommen. Und was verschlägt dich hierher? Ach, das reine Vergnügen. Ich wollte mir die Gegend ansehen, mehr nicht. Ja, das klingt nach unserem Estinien. Gulul Jaja hat mich fürstlich für unser Duell entlohnt. Eine Weile lang kann ich also ganz unbeschwert die Seele baumeln lassen. Und damit mache ich jetzt auch weiter. Ach ja, die Kaktoren hier sind wirklich köstlich. Die Nadeln machen einem zwar ordentlich zu schaffen, aber ihr solltet sie unbedingt probieren. Hat er etwa einen wilden Kaktor? Ach, der gute Estinien. Ah, man muss ihn lieben. Kaum kommen wir an, stoppen wir schon in irgendwelchen Ärger. Zum Glück ist es nochmal glimpflich ausgegangen. Von dieser Staubwacht höre ich allerdings auch zum ersten Mal. Früher hat man sich schlicht nach dem sogenannten Weg der Wildnis gerichtet. Hier im trockenen Norden wurde es lange so gemacht. In Chaluani leben die unterschiedlichsten Völker, alle mit ihrer eigenen Kultur und Weltanschauung. Konflikte sind da natürlich vorprogrammiert und seit jeher wurden diese in Duellen ausgetragen. Es mag dir vielleicht martialisch vorkommen, aber es ist auch direkt und klar. Und nachdem Duelle meist tödlich ausgehen, hat man sich sehr genau überlegt, ob man diese Eskalation wirklich herbeiführen will oder ob es nicht doch einen anderen Weg gibt. Aber es scheint, als hätten die Reformisten, also Konas Unterstützer, die sogenannte Staubwacht ins Leben gerufen, um sich von diesem Weg der Wildnis abzuwenden und stattdessen eine Art Gesetzesgrundlage zu schaffen. Ehrlich gesagt hätte ich erwartet, dass es Soral Jars Landsgarde sein würde, die den Duellen einen Riegel vorschiebt, ehe sich eine Bürgerwehr bildet, aber gut. Entschuldige die langatmige Erklärung, aber das schafft hier hoffentlich etwas Kontext. Auf offener Straße jemand mit der Waffe zu bedrohen, ist streng gegen das Gesetz, also sieh zu, dass du uns nicht ins Gefängnis bringst, ja? Das ist Foreshadowing. Ist das Foreshadowing? Kommen wir in den Knast irgendwann? Wir haben direkt Nebenquests hier offen, aber das sind nicht viele und nicht besonders... Nee. Aber wir werden auf jeden Fall das ganze Gebiet noch erkunden, das im nächsten Part. Und bis dann, haltet die Ohren steif und immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!